bitten wir Herrn Dr. Josef Höchtl um seine Festansprache. Hohe Geistlichkeit, Herr Landesrat, lieber Carlo, erstmals erfahre ich, dass es einen neuen Titel gibt, Exil-Landeshauptmann. Schöner Titel, meine sehr verehrten Damen und Herren der politischen Vertretung des Bundes und des Landes, Frau Bürgermeisterin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Landsleute. Entweder haben wir so viel gebetet oder sind diejenigen, die leider von uns gegangen sind und in Südmähren noch gewohnt haben, so fleißig gewesen im Beten, dass sie gesagt haben, ein derartig wunderbares Wetter muss für den 30. Jahrestag des Heimatmuseums herkommen. Also, Carlo, so viele Festtage gibt es gar nicht. Mit einem derartigen Glanz, da fühlt man sich schön, das Herz wird weich und hoffentlich auch jene, die noch ein hartes Herz haben, ein bisschen einige Kilometer weiter drüben, die auch sehen, wir sind mit vollem Elan dran und wir wollen in Frieden Änderungen vornehmen. Marcus Tullius Cicero hat einmal einen ganz wesentlichen, er hat viele Sätze gesagt, aber einen wesentlichen Satz gesagt, nämlich den, die größte Pflicht an diesem Tag ist, Danke zu sagen. Warum? Ein Museum besteht nicht für sich alleine, dass es ein Haus gibt, das renoviert wird, sondern wir müssen uns immer bei solchen Festtagen fragen, warum eigentlich Südmährer derartige Einrichtungen schaffen, warum eine Brigitte Appel mit ihrer Frau und Mannschaft derartige schafft, weil sie eine Geschichtsbezogenheit haben. Eine Geschichtsbezogenheit, die bedeutet, dass Menschen allzu leicht neigen dazu, Dinge zu vergessen, weil sie unangenehm sind, weil sie nicht in der normalen Kommunikation, auch von manchen Journalisten, erörtert werden. Und nach mehr als 70 Jahren ist die Gefahr groß, dass gewisse furchtbare Ereignisse vergessen werden. Und dafür dienen Museen, Kundgebungen, Jahrestage, Diskussionen, Symposien von sehr pflichtbewussten, geschichtsbewussten Menschen, die einen Bezug zu dieser Vergangenheit haben, um der neueren Generation, der Öffentlichkeit in Erinnerung zu rufen, was sich damals abgespielt hat. Es muss für uns alle im Bewusstsein verankert sein. Wir dürfen nicht schweigen, solange das Unrecht Unrecht ist. Und dieses Unrecht darf niemals Recht werden. Worum geht es? Es geht nicht nur alleine zu zeigen, wie die Menschen damals gelebt haben, ein ganz wichtiger kultureller Aspekt, sondern es geht darum, jeweils in Erinnerung zu rufen, wie diese geschichtlichen Entwicklungen waren. Alle statistischen Daten zeigen, dass bis wenige Jahre vor diesem Jahr 45 bis zu einem Drittel aller Einwohner
in der Tschechoslowakischen Republik deutschsprachig waren. Was bedeutet ein Drittel, also ein enormer Anteil eines Staates? Und das in wenigen Monaten mit teilweise furchtbaren Aktionen, Brünner Todesmarsch sei nur als Stichwort geliefert, über 3 Millionen dieser deutschsprachigen Personen brutal ausgejaugt worden sind, entrechtet worden sind, enteignet worden sind, gefoltert worden sind und je nach Berichten rund 240.000 Menschen umgekommen sind. Das kann uns doch nicht egal sein. Und deswegen müssen wir daran erinnern, was hier an Brutalität vorgefallen ist. Das darf die Menschheit nicht vergessen. Ja, viele dieser ehemaligen südmährischen Landsleute, wie meine Eltern, mein Vater stammt aus Guttenfeld, meine Mutter aus Joslowitz, also nicht sehr weit von hier. Und die haben mir in meiner Kindheit, in meiner Jugend, wo ich im Pulkotal aufgewachsen bin, viel davon geschildert. Die ganzen Bekannten, immer wiederum die eine oder andere Begebenheit, haben sich im neuen Heimatland, beispielsweise in Niederösterreich, sofort an die Arbeit gemacht. Muss auch hinzufügen, nicht immer zur vollkommenen Freude derer, die sie damals angenommen haben. Wie ich in Hadres gewohnt habe, weiß ich das, wie ich ein ganz junger Bub war. Ich bin Jahrgang 47. Das muss man immer auch im Gedächtnis bewahren. Gewisse Dinge wiederholen sich. Aber wir sind ja dazu da, als Menschen, die vernunftbegabt sind, Verbesserungen in unseren Gesellschaften zu erreichen. Daran zu arbeiten, dass sich Dinge, die einmal vorgefallen sind, nie wieder wiederholen dürfen. Das ist ein Auftrag an die Menschheit. Und Österreicher, die Gott sei Dank als erster Staat 55 die Unabhängigkeit und die Freiheit erlangt haben und unmittelbar wenige Monate danach unsere immerwährende Neutralität beschlossen haben, haben einen besonderen Auftrag, diesen Wunsch der Menschheit erfüllen zu können. Mit all unseren Kräften des Geistes, des Körpers, unserer Seele. Ja, es gibt hier einen berühmten Spruch einer Kärntner Dichterin, die zum Ausdruck gebracht hat, die Geschichte lehrt andauernd. Sie findet nur zu wenig Schüler. Ich glaube, ein derartig inhaltsträchtiger Satz, den muss man sich wirklich jeweils in Erinnerung rufen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das Gedächtnis vieler Menschen, auch verantwortlicher Menschen, ein kurzfristiges ist. Wir haben in der Welt furchtbare, wir haben mehr als 40 Kriege derzeit. Man muss sich das vorstellen. Wir leben Gott sei Dank, ein Papst hat uns einmal genannt, in einer Insel der Seligen oder auf einer Insel der Seligen, das stimmt nicht ganz. Aber trotzdem im Vergleich zu vielen anderen Regionen haben wir es geschafft. Aber es gibt noch Dinge, die mit dem Nachbarn geklärt werden können. Und geklärt werden müssen. Und ich sage, Nachbarn, wenn sie auch gute Nachbarn sind, müssen einen Satz
akzeptieren. Die Wahrheit muss jetzt und in Zukunft jeder Mann und jeder Frau zumutbar sein. Und die Wahrheit müssen wir aussprechen und die dürfen wir nicht verschweigen. Es sind nicht alle Bennisch-Dekrete, die wir abschaffen wollen, weil ja viele Bennisch-Dekrete existieren, die mit der Vertreibung gar nichts zu tun haben. Man muss hier auch versuchen, die Vernunft walten zu lassen. Aber, dass sogar im Nachhinein, nachdem die brutalen Vertreibungen gemacht worden sind, ein Bennisch-Dekret herausgegeben worden ist, wo die Brutalität noch gerechtfertigt worden ist, das kann doch wohl in einem Rechtsstaat, und wir befinden uns Gott sei Dank im europäischen Bereich großteils in Rechtsstaaten, ein normaler Weg sein. Das heißt, wir verlangen es, weil in unserer Rechtskultur, und lasst mir auch diesen Satz sagen, gibt es keine Kollektivschuld und keine Kollektivverantwortung. Wir haben zu Recht eine Entwicklung durchgemacht, wo nur eine persönliche Schuld existieren kann und diese persönliche Schuld in einem Rechtsstaat nachgewiesen werden muss. Und dann natürlich der Einzelne, der ein Verbrechen begeht, zur Verantwortung gezogen wird. Aber hier hat es ein ganzes Volk betroffen. Unsere südmährischen Vorfahren sind in diese brutale Regel der Kollektivschuld hineingenommen worden. Und das ist etwas, was wir nie und nimmer akzeptieren können. Ein berühmter amerikanischer Präsident, Abraham Lincoln, hat einmal den Satz geprägt: Nichts ist dauerhaft gelöst, was nicht gerecht gelöst ist. Ich denke, dass das ein derartig inhaltsreicher Satz ist, den wir nicht vergessen dürfen. Und ich sage auch, zu unserer Situation, nicht weil es schwer ist, wagen wir manche Dinge nicht anzugehen, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Wir können viel leichter Herausforderungen, ich rede nicht gern von dem Wort Problem, das ist negativ assoziiert, Herausforderungen bewältigen, wenn wir klaren Auges die Situation sehen, erfassen, mutig in Dialog treten und das, was wir glauben, zu Recht fordern zu dürfen, auch mutig einfordern. Das ist ein Weg, wo man aufrechte Menschen und Südmeerer waren immer aufrechte Menschen, tatsächlich erkennen kann. Gehen wir diesen aufrechten Weg, dann werden auch diejenigen, die bisher es noch nicht akzeptiert haben, dass sie Unrecht zuerkennen, auch einsehen, weil sie in einem friedlichen, weil sie in einem gemeinsamen Miteinander in diesem schönen Europa leben wollen. Herzlichen Dank.